unter anderem mein Special-Projekt für mein 1000er-Special. Einige werden es nicht kennen, einige vielleicht von meinem Video. Es war mein allererstes Let's Play und oioioi, das waren damals noch Zeiten und ich habe beschlossen, es nochmal zu Let's Playen. Ich werde euch nicht den Namen verraten, aber es ist auch ein Sonic-Game und es hat mit diesem, ich hoffe, ihr könnt es sehen, Moment. Ein bisschen zurück, scheiße, fuck, fuck, so ein bisschen hoch. Ja, ich hoffe, ihr könnt es leider nicht erkennen, es ist verschwommen. Wahrscheinlich könnt ihr es nicht erkennen. Moment, ich zoome nochmal ran. Vielleicht könnt ihr den Namen erkennen. Ja. Egal. Sonic Mega Collection. Eigentlich für GameCube. Nachteil, ihr seht vielleicht rot und ihr kennt das vielleicht. Was da drin liegt, ist. Ja. Super Smash Bros. Melee. Das sollte eigentlich nicht da sein. Problemchen. Mein Bruder hatte sich mal einige Games von mir ausgeliehen und. Was habe ich zurückbekommen? Tja. Melee habe ich zurückbekommen, jedoch ohne Hülle. Bei Sonic Mega Collection. Genau das Gegenteilige. Ich habe die Hülle, aber das Spiel nicht mehr. Aber ich lasse mir da was einfallen, weil es gibt ja noch Sonic Mega Collection für PS2, was ich auch habe. Deswegen keine Sorge, das Game, was ich euch versprechen werde, wird es definitiv geben. Dann des Weiteren, wenn ich fertig bin mit meinen anderen Projekten. Oh, werde ich wahrscheinlich irgendwas Retro-mäßiges mal machen. Ich weiß nicht was, aber freut euch schon mal auf was Retro-mäßiges. Genau. Und zwei, ich wiederhole, zwei Sonic Games, die mir auch sehr nahe liegen. Und zwar einmal der Vorgänger von einem von Shadows of 1305's Let's Plays. Sonic Adventure Day X. Director's Cut. Auch für GameCube. Natürlich. Ein Spiel, was ich eigentlich sehr mag. Ich hab's genossen. Hätte auch den zweiten Teil gerne mal gespielt, aber naja, Nebensache. Und dann noch, ja, ich muss es euch einfach jetzt schon sagen, Sonic and the Black Knight, also Sonic und der Schwarze Ritter. Nach Sonic und die Geheimen Ringe wesentlich besser. Ja, deshalb freut euch schon mal darauf, das wird kommen, wenn ich mit meinen aktuellen Projekten fertig bin. Und ja, sonst noch so, genau, meine Specials, natürlich. Zusätzlich zu meinem Let's Play Special des 1000 Abonnenten Specials werde ich auch noch etwas anderes machen. Und zwar werde ich mich ein bisschen mit einem gewissen Game quälen, was ich zwar mag, aber auch nicht so perfekt beherrsche. Da werde ich dann ein schönes Let's Fail daraus machen. Also freut euch drauf, Leute. Muhahaha. Das kommt nicht mehr heute. Das könnt ihr euch schon mal sicher sein. Ich werde erstmal nichts aufnehmen. Ich genieße meine kurze Zeit noch, weil Prüfung steht ja auch bald an und bla. Also so nebenbei gesagt. Aber. Was werde ich noch machen? Genau. Let's Play hirnlosen Kram werde ich mir auch mal antun. Hab mich mein Partner Shadows of 1305 rausgebracht. Also das soll jetzt nicht, ich will sie mir jetzt nicht klauen, die Serie. Sondern nur mal ganz kurz als Special. So. Ja. Damit wäre auch, glaube ich, alles gesagt. Ich hoffe, ich verliere jetzt keine Abonnenten oder so. Wenn, wäre es mir auch scheißegal. Ich wollte euch mein Terror-Face mal eben zeigen. Und ja, ich weiß nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Hoffentlich lang genug. Und ja, noch einmal Dank an über 1000 Abonnenten. Danke an eure Treue und dass wir uns nie trennen müssen. Dass ich euch behalten werde. Dings. Mist, mir fehlen schon wieder die Worte. Naja, gut. Und damit verabschiedet sich Shadowfang 2K7 für dieses Mal, für diesen ersten Teil meines Specials. Tschüss Leute und noch einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich im nächsten Video. Nochmal. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen und.